Salute a tutti voi. Hallo zusammen. Nachdem das letzte Video so gut angekommen ist, mache ich gleich das nächste Video und dieses Mal gehen wir von der Rialtobrücke zum Markusplatz und dann noch weiter bis zur Seufzerbrücke. Für diesen Weg gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gewählt, eine Möglichkeit von vielen. An und für sich kann man hier nicht allzu viel falsch machen. Es steht auch sehr gut beschrieben. Vergesst nicht die gelben Hinweisschilder San Marco und dann kommt ihr immer zum Markusplatz. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Spaziergang von der Rialtobrücke zum Markusplatz. Wir starten hier unseren Weg bei der Rialtobrücke. Hier ist ja unser letzter Spaziergang zu Ende gegangen und jetzt gehen wir weiter in Richtung Markusplatz, wobei ich ja in der Einleitung bereits gesagt habe, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man zum Markusplatz kommt. Also das ist jetzt eine Möglichkeit von vielen, diesen Weg, den ich gehe. Hier auf der rechten Seite sieht man wieder die Vaporetto-Anlegestelle. Also hier legen die Vaporette an in alle Richtungen. Hier halten so die wichtigsten Linien 1 und 2. Ich gehe jetzt hier links rein. Genauso gut hätte ich geradeaus gehen können oder schon eine Gasse früher links reingehen können. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, zum Markusplatz zu kommen und man kann sich da eigentlich auch gar nicht verlaufen. Wenn man jetzt geradeaus auf das gelbe Schild da oben schaut, da zeigt der Pfeil auch in beide Richtungen, also man kann sowohl links als auch rechts gehen und man ist nicht falsch. Ich würde ehrlich gesagt auch nicht nach einem bestimmten Plan zum Markusplatz laufen, generell nicht in Venedig, sondern mich einfach treiben lassen, die Gassen erkunden. Man findet immer wieder etwas Neues, wenn man neue Wege geht und so lernt man natürlich Venedig kennen. Grazie.
Man sieht hier auch noch zum Teil Weihnachtsbeleuchtung hängen und sehr viele Geschäfte sind geschlossen. Das Video habe ich Ende Jänner 2022 gemacht, also ist ein sehr neues Video und wie man noch sieht, ist sehr, sehr wenig los in der Stadt. Ich habe es immer wieder versucht auszunutzen, wenn ein Lockdown oder so zu Ende war, so schnell wie möglich zu fahren, damit ich die Stadt so leer wie möglich erleben kann. Und auch hier geht der Wegweiser wieder in beide Richtungen. Hier rechts kann man noch stehen bleiben und einen Kaffee trinken, der kostet 1,50 Euro und ein Brioche dazu essen, das kostet auch 1,50 Euro. Wir sind jetzt aber bereits in der Nähe oder eigentlich schon beim Markusplatz und einen noch günstigeren Kaffee bekommt man ein Stück weiter weg, da kostet der Kaffee oft 1 Euro oder 90 Cent. Also das heißt, man bekommt auch sehr günstige Kaffee in Venedig. Man sieht jetzt auch schon die Rückansicht der Uhr vom Markusplatz von Venedig. Das bedeutet, wir sind nach knapp 6 Minuten bereits am Markusplatz angelangt. Auf der linken Seite haben wir jetzt auch bereits den Markusdom. Und in der bilden Mitte sieht man den unteren Teil vom Markusturm. Und rechts ist der Markusplatz. Jetzt machen wir noch einen Blick zurück zum Uhrturm. Diese Bilder von Uhrturm und jetzt sind wir am Markusdom oben. Die stammen von einem anderen Venedig-Besuch noch vor Corona. Jetzt setzen wir unseren Spaziergang wieder fort. Auf der linken Seite sieht man bereits den Dogenpalast.
möchte man den Dogenpalast besichtigen, dann ist hier links der Eingang. Meist steht da auch eine sehr lange Schlange, doch heute ist es sehr leer. Wir haben jetzt das Ende unseres Spaziergangs erreicht. Auf der linken Seite sehen wir dann gleich die Seufzerbrücke und zuvor noch einen Blick zurück auf den Dogenpalast. Und jetzt ist es soweit, hier die Seufzerbrücke und damit das Ende unseres Spaziergangs. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich über ein Abo natürlich freuen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Dieser Spaziergang war sehr kurz. Von der Rialtobrücke zum Markusplatz sind es nur einige Minuten. Aber das nächste Video kommt bald. Somit sage ich vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal und klickt auch auf die Glocke, so werdet ihr immer verständigt, wenn es etwas Neues gibt. Ciao a tutti, bis zum nächsten Mal.